Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, nachdem wir eigentlich beim letzten Mal Randvi machen wollten, Vaika, haben wir jetzt die Quest von Randvi gemacht und ja, haben ein bisschen rumgetortelt, wenn man das so nehmen, sagen kann. Tortelt. Zack. Ist das voll? Scheint so. Ja. Hallo. Oh, na, wie brav du bist, Kaubart. Im Raum rumjaulen. Oh, wie brav du bist, Kaubart. Ich will mal was gucken. Hallo. Wie schön, dich zu... Randvi. Du warst so schnell fort. Es gab Arbeit zu erledigen, wie immer. Verstehe. Aber denke nicht mal einen Augenblick, ich hätte dich und unseren wunderbaren Tag vergessen. Das würde ich auch nicht wollen. Gut, dann sind wir einer Meinung. Und eines Herzens. Ja, in der Tat. Bis wir das nächste Mal allein sind, sollten wir unser Werk fortsetzen. Englerland wird sich nicht von allein für uns befrieden. Das stimmt wohl. Dann zurück an die Arbeit. Okay. Sollen wir das in deiner Kammer besprechen? Nicht nötig. Okay. Ich wollte es eigentlich nur mal testen. Ich will noch mal eine Sache gucken. Komm her. Ich würde auch sagen, da bleiben wir bei. Da stand auch was von Trenn. Ne, glaube ich nicht. Machen wir nicht. Wir bleiben mit dir zusammen. Wird wahrscheinlich Stress ein bisschen, aber egal. Hi, wer bist denn du? Ich wollte noch mal hier hinten was gucken. Weil hier hinten habe ich nämlich auch noch was. Völlig verpeilt. Was haben wir hier? 60. Attachschaden gibt es. Och, hi. Und hier? 45. Museum. Octavian wacht über eine Sammlung antiker Schätze, bringen römische Artefakte und er wird dich belohnen. Okay. Oh, komm mal her. Ja, mach mal streicheln. Manchmal bin ich ein bisschen doof, ey. Ja. Ich mag das echt. Wenn solche Interaktionen mit unten bei sind. Na, er kommt uns hinterher. So, jetzt wollen wir aber mal zu Valhalla, ne? Wollten wir beim letzten Mal ja schon machen. Hallo. Ich habe die Pflanzen, die du wolltest. War gar nicht so leicht. Gut, gut. Vielen Dank, Eivor. Hat halt gar nicht so lange. Hier, bitte. Und sei vorsichtig. Dieser Trank wird sich an deinen Lippen wie Eis anfühlen und in deinem Leib wie Feuer brennen. Okay. Aber hat halt auch ganz schön lange gedauert, ne? Asgard-Trank. Kostet von dem Trank. Ah, okay. Das ist der andere Trank jetzt. Nach Juniorheim oder wie das hieß. Ich hab's voll vergessen. Wie das hieß.
Ja. So. Ist das überhaupt unser Level jetzt hier? Schneewehensager. Jütumain. So war der Name. Okay. Ah, da kommen wir raus. Alles klar. Yay. Also sind wir eigentlich in Utgard. Jötunheim. Lange habe ich keinen Fuß mehr in dieses Reich gesetzt. Ich muss die Zauberin Angerboda finden. Sie weiß alles, was hier vorgeht. Herrin des Eiswaldes. Ich glaube, das war hier hinten irgendwo, wo wir hinzukommen. Wo ich letztens hin wollte. Ich hole mir erstmal die Schnellreisepunkte hier. Aegis Vale. Okay. Vielleicht die erste Quest. Seit Tagen feiern und essen sie in dieser Halle. Aber für uns unwürdige Trill gibt es nichts. Was haben wir hier? Ja, mir ist Altar. 33 Blutsteine zur Opfergabe. Okay. Das. Alles klar. Voll runtergebackt eben. Voll runtergebackt. Autsch, autsch, autsch. Das tat ein bisschen weh. Naja, was soll's. Voll runtergebackt, das kleine Stück, ey. Ich wollte nicht schleichen. Komm hoch. Dieser Hain ist vom Flüstern der Jötnermagie erfüllt. Nicht alles ist, wie es scheint. Okay. Aber das hier. Erstmal voll machen wieder. Da sind die Gegner. Okay. Ich weiß gar nicht, welches Level die haben. Autsch. Okay, das tut weh. Ich glaube, die sind auch momentan noch ein bisschen zu stark, oder? Mein Glück ist verbraucht. Nö. Kommst du denn da drauf? Skirims Fäustling. Okay. Ist das hier? Da oben. Okay. Dann wollen wir mal da hoch. Ja. Der Baum ist auch ganz schön hoch. Diese Musik. So. Hier. Zack. Yay. Sieht schon auch cool aus. Und hier ist der Baum halt auch. Zumindest eine Wurzel davon. 190, ey.
Okay. Hier hinten mussten wir hin. Mussten wir nicht, aber ich wollte hin. Yay! Weil ich nämlich was gucken wollte. Dadurch, dass ich ja das mit dem Bogen gesehen hatte, habe ich nämlich noch was anderes gesehen. Dass es hier so eine Axt geben soll, die man kriegen kann. So eine Eisaxt. Deswegen wollte ich einfach mal gucken. Komm, geh runter da. Ja! Ja! Okay. Ist das auch so eine Festung, wo ich nicht rein darf? Wenn ich entdeckt werde, wird das unschön. Ja, ist es. Wo war... Da hinten. Tschüss. Geh runter da. Mann. Ich hasse sowas. Okay. Komm's. Manche Stellen langreiten ist halt echt so nervig, ne? Da oben müssen wir hin. Na gut. Einmal absteigen, bitte. Zack. Dann hier hoch. Kommst du da nicht hoch? Sagst du? Nö. Okay. Hallo? Da oben ist das. Es sieht hier aus, ob man hier trotzdem reinkommt, ne? Oder auch nicht. Kommen wir hier hoch? Ne. Wir rennen wieder runter. Oder rutschen wieder runter. So. Hey, hoch damit, dir. Manchmal willst du an Stellen hochklettern und dann will er es nicht machen. Was manchmal voll lächerlich ist. Und nervig. Oh, hi. Da sind auch noch Gegner. Ich will da nach oben. Dann werden sie mich loben. Oder auch nicht. Hoch damit. Zack. Ja, gucken wir mal. Killt das wieder hoch? Scheinbar nicht. Okay. Jetzt mal gucken, wo wir da hochkommen, ne? Okay. Boy. Es sieht aus, wenn wir da so hochklettern. Lelelele. Ein einsamer Turm, uralt und verlassen. Das Eis hat ihm bereits zugesetzt. Okay. Was ist das denn? Okay. Sie wurde wohl verriegelt. Ach, der Turm da. Ah, erstmal gucken, wo wir da hochkommen, genauer. Okay.
Also hier. Und dann kommen wir hier auch wieder schnell hin. Verzauerter Turm. Ich will mal was gucken. Nö. Kommen wir da überhaupt hoch? Mit nur Klettern? Okay. Druckbilder. Doch jedes Hindernis kann überwunden werden, wenn man es richtig betrachtet. Was für Druckbilder? Ich sehe hier keine. Aber wir kommen hier hoch. Was für eine List ist das? Ein Baum wächst in dem Turm. Jetzt. ETF. Eben war das hier auch noch nicht, die Treppe. Okay. Naja, solange wir hier hochkommen, ist ja eigentlich relativ egal, oder? Und jetzt? Es ist weg. Was für ein Turm, ey. Das Tor war eben noch nicht da. Und durchs nächste durch. Das ist cool gemacht, muss ich sagen. Das ist sehr cool. Also kommen wir hoch. Okay. Ah. Okay. Mann. So. Ah, da ist da oben der Stein irgendwo, ne? Hallo? Was sollte das? Ah, okay. Okay. Zack. Da haben wir was. Ah, Blutstein. Auschwitz Beobachtung, Eintrag 345. Endlich! Das Experiment ist ein Erfolg. Es war Ymirs Blut. Gibt es einige, die sich bemühen, ihren Leuten zu dienen. Dass sie ganze Zeit fehlte, doch diese Zutat ist selten und zu wertvoll, um sie zu verteilen. Wie kann ich das mit einfachen Reagenzien replizieren? Ach was. Schon wieder. Ah, guck mal einen an. So und so. Geh hoch da. Und jetzt ist es wieder weg. Runtergerutscht. Ah, okay. Ich hätte gar nicht eben hochgehen dürfen. Ey. Das ist so geil gemacht, ne? Was haben wir denn da für so Blitz?
Keine Ahnung. Der da. Wir sind gleich oben. Keine Sorge. Dann haben wir das Ding. Hier scheint aber auch noch ein. Oder der ist in der Nähe, der Blutstein. Ah. Alles klar, und von da aus können wir jetzt ganz runterspringen. Okay. So. Das waren auch nur die beiden. Okay. Trimms Haus. Was ist das da eigentlich? Hier können wir jetzt runter. Okay. Wow. Oh, ein Blutstein. Auswärtsbeobachtung, Eintrag 401. Diese Tropfen von Ymirs Blut stand mir nicht zu und jene, denen sie gehörten, jagen mich nun ihretwegen. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde. Doch kam er früher als gedacht. Ich hatte gehofft, ich könnte ihnen zeigen. Sie werden den Turm nicht finden. Ich werde gehen und sie fortlocken. Bitte, wer dies auch immer findet, verwendet das verbleibende Blut, setzt meine Forschung fort. Bringe uns unser Land zum Blühen. So hat er das also gemacht hiermit. Okay. So. Was ist das da? Irgendwas kaputtes. Sieht voll gespalten aus, ne? Ja. Autsch. Kammer von Utgard. Hallo? Es tut weh, wenn ich jetzt runterspringe. Okay. Ups. Wollte mich ja nicht ein. Was ist das hier? Guck mal. Die Axt. Die kriegt man aber irgendwie, aber scheinbar so nicht gerade. Scheinbar kriegt man die so nicht. Man soll sie kriegen, aber ich weiß nicht wie. Hallo? Was? What? Voll gespalten. Ja. Wie gesagt, das soll man irgendwie kriegen. Aber die Frage ist halt wie. Da. Oh, Essen.
Wo haben wir noch was? Umsonst ist hier doch nichts. Wir müssen doch. Muss doch irgendwie ein Gegner auftauchen dann. Okay, 25 Minuten haben wir jetzt. Vielleicht später irgendwann. Ich weiß das noch nicht. So, das ist da. Hier können wir aufwachen. Der Flugpunkt am nächsten ist es hier. Machen wir das dann mal so. Da la 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 la. Yay! Dong. So, würde ich sagen, gehen wir da mal hin. Komm her. Ehrlich, wenn du zwischendurch an einigen Stellen nicht durchkommst, ey. Ja, ja. Wo auch immer. Wer auch immer. Tschüss. Das Reiten an einigen Stellen ist halt so blöd gemacht. Bei meinem letzten Besuch war Angerbodas Haus genau hier. Vielleicht ist es das noch. Finde Angerbos und sprich mit ihr. Das Haus wird von Jüter Magie verdeckt. Das Haus. Da ist es ja. Wo? Wo ist das Haus? Hä? Ach, da ist das Haus. Ach, das ist das Haus. Okay, das wird verdeckt. Also. Alles klar. Midgard ist kein Tiegel für deine Experimente. Wahrlich nicht. Es ist wie eine Scheune, die vor Geziefer wimmelt, das am Gebälk nagt. Du unterschätzt die Menschen. Wie immer schon. Wenn das Ende kommt, werden sie uns überleben. Sie sind geistlose Zerstörer, die uns vernichten und die neuen Reiche erben werden. Das kann ich nicht zulassen. Sie sind zu mehr fähig, als du ahnst. Und ich werde dir nicht helfen. Bitte, tritt ein! Halte dich nicht mit Klopfen oder Höflichkeiten auf. Angerboda, ich bin weit gereist, um dich zu sprechen. Und es ist mutig von dir, meine Schwelle allein zu betreten. Wo ist mein Geliebter, der dunkle Fuchs, der mein Lager teilte? Loki blieb in Asgard, um beim Wiederaufbau nach einem Angriff zu helfen. Wie großzügig und ungewöhnlich für ihn. Früher könntest du besser lügen. Ich bin nicht Lokis Amme. Ich kam hierher, um die Jötnermagie zu verstehen, wie man seinen Huga von einem Körper in einen anderen überträgt. Der Met. Du suchst den Met? Hyrokin, du strapazierst meine Gastfreundschaft. Dann verabschiede ich mich. Doch denk an meine Worte, Angerboda. Bald wirst du die Dinge so sehen wie ich. Die Stimme von der anderen hat man eben so leicht herausgehört. Das ist von diesen Älteren. Ja, wer war das? Wovon sprach ihr? Erzähl mir von dem Maid. Ihr spracht über die Menschen in Midgard. Taten wir das? Warum sollten wir Jötner uns mit solch niederen Wesen befassen? Weil du sie für zäh hältst und ehrgeizig. Du weißt viel, Weitsehender. Doch nicht genug, um dich zu retten. Der Maid, von dem sie sprach, wo finde ich ihn? Sie hat sich versprochen.
Vergiss, was du hörtest. Keine Spielchen, Zauberfrau. Du verkaufst jede Wahrheit, wenn der Preis stimmt. Wenn er denn gezahlt werden kann. Es gibt eine Wurzel, die Altweiberklaue genannt wird. Sie wächst am Fuße eines Wasserfalls im Süden, am Waldesrand. Bringe mir 3 Wurzeln von der Stelle, wo das rote Moos gedeiht. Dann sprechen wir von dem Met. Ich nehme dich beim Wort. Okay. Ist da hinten irgendwo. Aber bevor wir das machen werden, will ich hier rauf. Ehrlich jetzt? Nein, halt nicht. Aber hier, oder? Nö. Naja. Na gut. Dann nehme ich halt diese Aussicht hier. Gut. Damit würde ich aber sagen, werde ich die Aufnahme beenden. Beim nächsten Mal werden wir diese komische Klaue holen, um mehr zu erfahren. Und damit sage ich, sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Assassin's Creed Valhalla. Bis dann. Ciao, ciao.